Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Farmers Dynasty. Im letzten Part haben wir unser Feld fertig gesät, haben unseren Hof ein wenig verschönert, indem wir hier ein Metalltor und unseren Zaun rundherum komplett neu gemacht haben. Und unsere erste Aufgabe ist wieder einmal ein paar Eier holen. So. Die kann ich dann natürlich gleich wieder umwandeln, damit man sie irgendwann, hier ist noch nichts drin, irgendwann verkaufen kann. So. Sehr schön, das müsste eigentlich alles gewesen sein an Eiern. Natürlich dann noch schnell zu unseren Kühen und wir könnten ja mal bei unseren Gänsen und Enten vorbeigucken. Vielleicht haben die ja auch mal wieder ein Ei gelegt. Ja. Gänseei. Und ein Entenei aufnehmen. Sehr schön. Und jetzt müssen wir noch hier rein. Wie sieht es denn eigentlich aus? 99% habt ihr noch hier. Sehr gut. Soku, bist du bereit zu melken? Ja, ich denke mal schon. Das müssen wir auf jeden Fall alles immer schön selber machen. Wenn wir dann natürlich mehr Kühe haben, könnte es vielleicht sogar in Arbeit ausarten. Das sagt ein Bauer, ne? So. Okay, dann haben wir das auch erstmal wieder erledigt. Und heute machen wir auf jeden Fall so eine Transportmission. Müssen wir mal sehen, was wir da verdienen oder machen können. Nach der Baum hier, der Sprite, das ist so blöd. So. Wie viele Eier haben wir denn? 39 nur? Bisschen wenig, oder? Hätte ruhig mehr sein können, aber okay. Apfel. Ach ja, stimmt, wir können ja auch Apfelmus machen. Moment, ich wollte doch nicht. Ich wollte doch nicht nur eine Milch machen, ich wollte doch alle 6 Milch machen, genau. Ich glaube im September. Was haben wir denn jetzt? Wir haben August. Ich glaube im September ist auch irgend so ein Fest. Wir können sogar 6-mal Apfelmus machen, ja, dann machen wir das doch. Schon 78 Eier, wir haben ein Gänseei und wir haben noch mehr Apfelmus. Das heißt, was unser Essen angeht, ja, wir können natürlich auch die Pilze essen. Das lohnt sich jetzt noch nicht, die bringen nämlich 10. So, okay. Wir wollten heute eine Transportmission machen. Hier ist noch ein Event in 3 Tagen. Hier sollen wir Tomaten liefern. Ach ja, stimmt, ins Gewächshaus müssen wir gucken. Da hinten. Das ist ein Getreidelager. Okay, vielleicht haben wir ja sogar schon, vielleicht ist sogar schon mal ein bisschen was gewachsen. Ja, nicht so richtig, ne? Oh, der Paprika ist jetzt auch gewachsen, sehr gut. Bin ja gespannt, wenn wir das erste Mal ernten können. Unser Silo ist auch schick. Unsere Traktoren stehen hier rum. Ich weiß gar nicht, können wir bei den Bienen schon irgendwas machen? Ne. Da kann ich noch nichts machen. Gut, dann müssen wir ja zur Bushaltestelle. Hier steht noch ein bisschen Gras rum. Das ist okay. Muss aber erstmal sehen. Hier oben ist eine Transportmission. Dann wollen wir da mal hingehen. Mal sehen, ob wir das mit der Schnellreise halt alles dann erledigen können. So, flupp. Oh, der Weg ist nicht so weit. Wir könnten natürlich auch in den Bauladen mal gehen und uns vielleicht ein paar Baumaterialien für unser Haus besorgen. So, wo ist die Transportmission? Die ist hier hinten. 300 Meter in die Richtung. Ach, so ein schöner Traktor hier. Der kostet 33.000. Oh. Und hier ist ein riesengroßer Flug. Mann. Okay, einmal quer. Fällt ein hier, würde ich sagen. Tja, und bei meinen Erkundungen vielleicht. Na, hier ist der Angler wieder. Ich glaube, mit dem haben wir schon geredet. Oh, hier sind sogar mehr. Guten Morgen. Ich möchte hier gerne einmal quer über den Fluss. Vielleicht angeln wir auch mal zusammen. Mal gucken. Also tauchen kann ich nicht.
der Weg hier durchs Wasser ist vielleicht auch nicht die beste Lösung. Aber ich muss ja auch wieder zur Bushaltestelle zurück. Okay, hier soll irgendwo eine Transportmission sein. Aber wo genau soll die hier sein? Wo genau soll die sein? Ah, bei dir. Ah, du hast was. Guck mal, kann ich mit dir sprechen, Salma? Noch nicht. Entschuldigung. Was denn? Komm. Hi. Guten Morgen. Guten Morgen. Kann ich Ihnen behilflich sein? Es gibt etwas, das ich in der Tat benötige. Würdest du mir das Paket bringen? Mein Freund hat es. Hört sich gut an. Ich kümmere mich drum. Okay, Mission aktualisiert. Oh mein Gott, das ist aber ziemlich weit weg, ne? Da unten, echt? Okay, gut. Da müssen wir auf jeden Fall erstmal. Wir müssen auf jeden Fall erstmal zur Bushaltestelle. Das ist doch ein ziemlich weiter Weg. Und diesmal schwimme ich nicht durch den See. Aber ich glaube auch nicht, dass wir hier irgendwas finden werden. Eine Kiste wäre natürlich nochmal gut. Wir haben ja schon eine bei uns auf dem Dachboden gefunden. Wir haben eine irgendwo an so einem Steinbruch da gefunden, ne? Ach, und ich renne immer hier bei dem Traktor vorbei, der irgendwann vielleicht mal mir gehört, wer weiß. Hallo Wildschwein, guten Morgen. Ah, hier ist die Bushaltestelle, okay. Dann müssen wir hier runtergehen. Ah, das sind ganz schöne Botengänge. Da muss ich hin. Guck mal, habe ich jetzt das Dings weg? Nee. So, also müssen wir das Paket holen und dann müssen wir das auch zurückbringen. Praktisch wäre natürlich auch, wenn wir das mit dem Auto erledigen können. Das kostet halt Sprit, ne? Hier liegen auch nochmal so eine Steine rum. Hier wurden Bäume gefällt. Aber ansonsten gibt es hier auch nicht wirklich was. Hörst du mich um? Nee. Du wartest schön. Brav. Okay, querfällt ein. Hier unten wäre noch ein Kaffee. Wenn wir das Paket haben, müssen wir das wahrscheinlich dann auch wieder zurückbringen. Ist eigentlich logisch, ne? So, wer hat denn das? Du dort hinten. Bah. So, 30 Meter in die Richtung. Ah. Ich bin wegen dem Paket hier. Sicher, hier ist es. Dankeschön. Muss man sich 3000 Meter wieder in die Richtung. Okay. Ah, das sind halt nur so Laufbotengänge, ne? Die sind, glaube ich, ja, die sind nicht so prickelnd. Ist halt nichts Besonderes, aber wir haben sie zumindest einmal gesehen und haben sie auch einmal gemacht. Ich könnte natürlich hier oben nochmal rumschauen. Ach, hier oben ist die Mühle, okay. Hallo Hirsch. Ah, du hast Angst vor mir, das war ja klar. Vielleicht entdecken wir ja wirklich noch was, wenn wir hier die ein oder andere Erkundungstour machen. Dauert halt aber auch und kostet definitiv Energie. Da wollte ich nicht hin. Mann. Ich muss dahin. Die Frage ist, ich glaube mal, von der Bushaltestelle war es am nächsten noch. Ja. Aber bitte nicht durch den See wieder schwimmen. Hallo Hirsch. Ja, Hirsch. Durch.
So, ein Zug kommt nicht. Manchmal verplappere ich mich ganz schön. Oben bei dem Baum waren wir schon, da gab es ja gar nichts. Hier gab es, glaube ich, auch nichts weiter. Wir könnten in der Stadt noch mal ein bisschen rumgucken. Ich könnte mal auch mit den... Oh. Guten Tag. Ich muss erst mal ein Paket abgeben, bevor ich mich um andere Sachen kümmern kann. Hops. Einmal quer durchs Sonnenblumenfeld. Hops. Über den Zaun kann ich eigentlich bei dir noch rein? Nee, das geht nicht. So, hier, guck mal, ich habe dein Paket. Hier ist das Paket, um das du gebeten hast. Danke. Hier ist etwas für dich. Okay. 281 Euro und 500 Sozialpunkte. Okay. Ist jetzt nicht so berauschend, ne? Transportmission, da soll ich Tomaten liefern, die ich noch nicht habe. Ansonsten kann ich auch nichts weiter machen. Und dort oben wäre nochmal Ort zum Entspannen. Gewächshäuser, da ist noch eine Kirche. Fahrzeughändler. Okay, ich könnte natürlich jetzt bis auf meinen Hof gehen. Vielleicht sollten wir uns hier doch mal ein bisschen noch umsehen. Hallo, schwarze Schönheit. Kann ich mit dir reden? Nö. Mit dir auch nicht? Noch nicht. Entschuldigung. Daniel kann ich sprechen. Oh doch, mit Guten Janet Tag. Kann ich jetzt sprechen. Guten Morgen. Guten Morgen. Schönes Wetter, nicht wahr? Das ist es. Kann ich Ihnen behilflich sein? Nein, im Moment nicht. Schade. Du siehst so gut aus, dass es mich fast sprachlos macht. Spar es dir, ich kenne dich nicht. Oh, ist ja gut, Mann. Ist ja in Ordnung. Scheint mich zwar ein bisschen mehr zu mögen, aber ich glaube, das reicht noch nicht wirklich. Alter Springbrunnen. Vorne ist eine Kirche. Hier ist auch eine große Ansammlung von Leuten. Oh, das sind alles Frauen. Natascha. Jessica. Riley. Oh, bist du es wieder? Ja, hatten wir schon mal das Vergnügen? Kann ich Ihnen behilflich sein? Nein, im Moment nicht. Ich glaube, mit dir hatte ich schon mal gesprochen. Du bist so wunderschön. Ich wünschte, ich träumte heute Nacht von dir. Verwechselst du mich? Wir kennen uns kaum. So ein Schmalz, ey. Wahnsinn. Lasst uns reden. Guten Morgen. Guten Morgen. Schönes Wetter, nicht wahr? Das ist es. Kann ich Ihnen behilflich sein? Nein, im Moment nicht. Okay, schade. Viel Glück. Wir sehen uns. Zoe, okay. Hier hinten gibt's auch nichts. Da ist die Tankstelle, da ist die Kirche. Ich wollte gerade sagen, hier komme ich wohl gar nicht raus. Aber ich glaube, in der Kirche kann ich nichts machen, oder? Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Da kann ich nur mit Leuten reden. Ah, okay. Bekomme ich da ein bisschen was als Entspannung, wenn ich mich hier hinsetze? Christoph. Anna. Hi. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Schönes Wetter, nicht wahr? Das ist es. Danke. Wir sehen uns. Oh, deine Haare sehen ein bisschen seltsam aus hinten. Mit Robin? Oh, Robin ist auch dabei. Hallo, Robin. Nelly?
Penelope. Sehe ich denn irgendwo, mit wem ich denn schon gesprochen habe oder nicht? Nee, ich glaube nicht, ne. Hm, hier drüben ist noch ein Kaffee. Ist auch so einiges los. Hier kann ich mir Kaffee kaufen, denke ich. Guten Tag. Guten Morgen. Mit dir habe ich doch schon ein paar Mal gesprochen, oder? Das ist wirklich ein schöner Ort zu leben. Ja, ich liebe es hier. Lust zu handeln? Absolut. Okay, du hast natürlich wieder nur Kaffee. Kaffee habe ich noch ein. Verkaufswert 5,635. Die Pilze bringt 32 Cent. Na komm, ich werde mal noch einen Kaffee kaufen. Ich werde natürlich die Silberringe verkaufen. Zumindest ein. Ja, habe ich $100 gut gemacht. So, Tankstelle, Kirche. Läuft ein bisschen sehr seltsam, muss ich sagen. Okay, da wäre eine Bushaltestelle. An der Tankstelle kann ich sowieso nichts machen. Hier soll ich Tomaten liefern. Ich kann ja mal den Auftrag zumindest annehmen. Ich habe ja Tomatenpflanzen. Ich habe ja zumindest Tomatenpflanzen bei mir im Gewächshaus. Wenn ich die dann liefere, ist das ja gar nicht so verkehrt, oder? Ah, der hat das Fragezeichen. Okay, alles klar. Dann rede ich mal mit dir. Mit Lukas. Lukas, kann ich mit dir sprechen? Wir reden später. Ich möchte jetzt mit dir reden. Komm, leg mal deine Angel weg. Lukas, ich möchte gern mit dir reden. Hallo. Wir reden später. Ich bin beschäftigt. Oh, ist ja gut. Angelt ihr überhaupt was in dem See hier? Ist da überhaupt nichts drin? Der ist doch flach wie sonst was. Hier kann man nicht angeln, Leute. Hm, du willst jetzt nicht mit mir reden, na großartig. Und dann gehen wir mal zum Bahnhof gucken. Ob wir da mit dem Zug fahren können oder ob der nur so da ist. Dum, dum, dum. Also hier kann ich schon mal nichts machen. Rein komme ich auch nicht. Nee. Hallo Kuh. Hier wäre wahrscheinlich ein Laden. Hier hinten sind Gewächshäuser, aber ich denke mal, die sind zu teuer, um die anzukaufen. Ich kann ja mal spaßeshalber schauen, was so ein Gewächshaus kostet, wenn ich das kaufen möchte. 114.000, oh mein Gott. Hm. Das ist natürlich jede Menge, ne? Da sind dann alle komplett hier, die ganzen Treibhäuser. Das ist natürlich... Okay. Mal laufen wir hier querfeld ein. Ich weiß gar nicht, ob ich hier unten schon... Gibt es wieder vielleicht ein paar Pilze, die ich essen kann. Am besten wäre natürlich nochmal so eine Schatztruhe. Irgendwo zu finden. Was ist das hier? Das könnte vielleicht sogar der Baumarkt sein. So, dann muss ich natürlich einmal da rum. Ja. So, hier kann ich auf jeden Fall Materialien kaufen. Wir können ja mal schauen. Kaufe Holzdielen. Kaufe Schindeln. Kaufe Keramikfliesen, kaufe Metallplatten, grüne Ziegel, kaufe rote Metalldachplatten, okay. Kaufe Holzlasur, Betonputz, kaufe Ziegel, kaufe neues Keramikdach, Solarpanels, Keramikfliesen, die sind aber teuer.
Metall habe ich schon. Also wie gesagt, ich kann das jetzt hier, glaube ich, kaufen. Dann steht das hier. Das kann ich mir aber, glaube ich, nicht zu meinem Hof liefern lassen, oder? Holzdielen. Tja. Das sind Ziegel. Da könnte ich wahrscheinlich unser Haus neu machen damit, oder? Aber ich glaube, das sollte ich jetzt noch nicht kaufen, weil ich habe ja noch nicht die Möglichkeit, das hier... Nee. Das wird dann, glaube ich, da drüben abgestellt. Und dann kann ich das... Kann ich machen, wie ich... Warte mal, Möbelhaus, Enter. Küche, 1250. Um stattdessen ein Baumaterial zu kaufen, schaue ich hier genau um Badezimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Kinderzimmer, Kinderzimmer. Okay. Ich könnte natürlich jetzt... Okay, ich habe jetzt Möbel gekauft für die Küche. Aha, da habe ich natürlich kein Geld mehr. Die Frage ist, ist das jetzt zu Hause bei mir schon? Gute Frage. wollen wir mal in unsere Küche schauen gehen? Ist die jetzt moderner geworden? Oh, ja. Wow. Die sieht ja wirklich jetzt schicker aus. Der Boden sieht natürlich nicht so prickelnd aus, war. Das könnte ein Kinderzimmer sein, beziehungsweise ein Gästezimmer. Hier hinten war, glaube ich, das Bad. Okay, habe ich mir einfach mal so eine neue Küche gekauft. Alles klar. Sieht schon irgendwie schick aus, aber die Frage ist, was mache ich denn? Was kann ich denn mit der Küche? Ich kann aber halt auch nichts anderes machen. Naja gut, eigentlich müsste ich unter Tapeten oder so kaufen, ne? Aber ich kann ja hier nichts... weiter machen. Mein Lager ist ja dort unten. Na gut, haben wir Geld ausgegeben für... ja. Für eine neue Küche. Ja, die Dach... drin könnte ich ja eigentlich noch sauber machen, ja. Beziehungsweise... mit den Metallplatten hier. Vordermann bringen. Dann sind die Wähnchen. Dann sind die Wähnchen schick. Okay, Dach hin. Kann ich meine Wohnungstür eigentlich damit machen? Nee. Nee. Okay. Hallo Kühe, ich kann dich sowieso nicht nochmal melken, ne? Gut, was machen wir denn da heute noch? Mit dir kann ich ja sowieso nicht reden. Hier ist das Event in 3 Tagen. Jetzt eine Woche schlafe, habe ich ja... Was ist das für ein Geräusch hier? Was ist denn das für ein Geräusch hier? Irgendwas ist hier an. Das hört sich an wie mein Traktor, aber mein Traktor ist ja eigentlich nicht... Das ja eigentlich? Ach so, was zum... Ja, das ist hier... die Sense, ne? Okay, dadurch, dass wir jetzt hier erstmal so weit noch nichts zu tun haben... kann ich ja
mein Umfeld hier noch ein bisschen ordentlich machen. Aber ich weiß nicht, ob das so gut ist hier bei den Bienen. Hier vorne, hier ist Kartoffellager. Ja, das ist der Aufweg hier zu unserem Vielleicht sollte ich die... Vielleicht hätte ich die Blumen stehen lassen sollen. Das ist vielleicht für die Bienen... ein bisschen angenehmer. Und nicht alles... nicht alles weg... wegholzen hier. Einmal rumdrum am Gewächshaus. Wow. Das ist wenigstens hier ordentlich aussieht, so ein bisschen. Nur den großen Baum kriege ich eh nicht gefällt. Den Baum kriege ich auch nicht gefällt. Okay, jetzt habe ich hier zumindest erstmal ein bisschen mehr Platz. Das machen meine Felder. Ihr seht, Erbsen. Ja, das braucht alles natürlich noch ewig, ne? Ja, hier wäre noch ein bisschen Stroh gewesen. Meine Ballenmaschine steht ja dort drüben. Gut, dann können wir jetzt erstmal nur warten, kriege ich denn den Stein irgendwie weg? Würde doch mal interessieren, was ich mit so einer Drohne machen kann. Oh. Guck mal, das kann ich auch erneuern. Stimmt, ich habe ja noch Metall dabei. Sehr cool. Dann sieht unser Gewächshaus ein bisschen ordentlicher aus, aber ich glaube, das ist nicht so wichtig von Bedeutung, oder? Ich meine, es ist halt eine rein optische Sache. Ah, die sind auch gelb eigentlich. Die Dinger hier zum Aufmachen. Okay. Gut, naja, vielleicht machen wir die Vorderansicht halt einfach nochmal ein bisschen schöner. Das Gewächshaus dient dir jetzt erstmal nur... Ja. Oh, jetzt habe ich kein Metall mehr. Okay. Ja, hier sieht es doch schon schön aus eigentlich. Von der Seite. Das hier oben kann ich noch schick machen. Ja. Und den einen machen wir auch noch hier. Dann haben wir das durch. Ja. Okay, die Auslagen hier. Ja, die müssen eigentlich auch mal ein bisschen schöner gemacht werden, oder? Sieht halt optisch ein bisschen ansprechender aus. So, hier hinten wächst, glaube ich, Paprika, ne? Hinten wächst, glaube ich, Paprika. Warte mal, das... Doch, das kann ich auch erneuern. Ah, guckt mal, schick. Schick, schick, schick. Mhm. Ich mache immer nur bei anderen die Gewächshäuser ordentlich und bei mir selber nicht wirklich, ne?
Okay, dann haben wir das eine zumindest schon mal schön gemacht. Oh, ich habe gerade so eine Stange vor der Nase. Aber der Tag ist halt auch schon wieder rum jetzt. Oder besser gesagt, die Folge, nicht der Tag. Okay. Das sieht doch alles ganz gut aus. Ja, komm. Ich verballere das restliche Material hier noch. Ich weiß noch nicht, ob das effektiver ist hier. Kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Aber es sieht halt schöner aus. Ist zumindest draußen rum ist die Gewächshaus schön. Machen wir das. Ja, das muss auch noch. Und dann müssen wir mal sehen, was wir in der nächsten Folge machen. Das kann ich nicht verschönern. Das ist alles, das hier oben habe. Jetzt fehlt eigentlich nur noch das hier, ne? Ja. Und dann bin ich draußen komplett einmal rumdrum, was das Gewächshaus angeht. Ja. Wunderschön. Das hier unten kann ich ja sowieso nicht machen. Okay, mein Traktor. Da kann ich nur einsteigen. Einsteigen. Hänger kann ich nicht neu machen. Den Lampenmast kann ich nicht neu machen. Das kann ich nicht neu machen. Das kann ich nicht neu machen. Brunnen nicht. Ja, dort oben vielleicht das Geländer. Muss ich mal sehen. Nee. Und die Dachrinne. Okay, die Fensterläden. Da bräuchte ich natürlich... Okay, die sieht natürlich eklig aus hier. Ja, auf die andere komme ich nicht ran. Ui. Aufs Dach oben, auf dem Dachboden gab es, glaube ich, nichts weiter zu entdecken. Ich kann ja nochmal hier oben hingehen. Da war nur die Truhe, die ich ja schon hatte. Schade. Okay, gut. Dann beende ich jetzt die Folge, wenn ich hier wieder nach unten komme. Ja. Ja, mach mal zu, Schlafzimmer bleibt. Ja, unser Bett kennen wir. Ansonsten würde ich sagen, war's das? Kann ich hier an dem Schirm noch was machen? Nein. Die Wippe auch nicht. Die ist, dort oben komme ich nicht ran. Okay, warte mal, das sind die Halterungen hier, oder? Ja. Naja, egal. So, aber wie gesagt, unser Haus müssen wir auf jeden Fall auch nochmal schön machen. Hallo James. Du magst mich. Gut, aber jetzt ist wirklich die Folge vorbei. Wie spät haben wir es denn? Um 12. Ja, ich werde einfach schlafen gehen, dass wir einen Tag wieder umbekommen haben und... Dann schauen wir uns, was der nächste Tag bringt. Vielleicht ist ja sogar schon auf den Feldern was gewachsen. Ich weiß es nicht. Also ihr Lieben, dann sag ich mal kurz was essen. Und dann sag ich, wir sehen uns in der nächsten Folge Farmers Dynasty wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Basti. Tschüssi.